Hey Leute, Nelly und ich, sie hat sich doch dazu entschieden, mit aufs Video zu kommen, sind heute wieder in Stolberg unterwegs. Wir lassen uns die Augenbrauen auffrischen bei Julia. Vor gut einem halben Jahr haben wir uns unsere Augenbrauen machen lassen und jetzt kommt es zum Auffrischen. Genau, also meine sind leicht verblasst, Nellys sind so leicht gräulich geworden. Ja, meine sind leider ein bisschen gräulich geworden. Und das gehört zu jeder Behandlung dazu, dass man die dann auch mal ab und an auffrischt. Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall nach Eilendorf und von da aus nehmen wir den Bus. Wir haben jetzt hier noch einen kleinen Aufenthalt. Wir haben uns was zu frühstücken besorgt im Edeka und werden gleich was essen. Und dann sind wir ja schnell in Eilendorf und dann sind wir auch dann schnell da. Ja? Wir machen jetzt noch ein Vorher- und ein Nachher-Video. Genau. Aus einer anderen Perspektive. This is my before. How are you? This is your before. Gespannt. Nettie wird ein bisschen mehr ausbessern als ich. Ich habe mir eigentlich jetzt nicht so ein großes Ziel gesetzt, die Augenbrauenstruktur nochmal zu verändern, sondern bei mir geht es einfach nur nochmal darum, das Ganze ein bisschen zu intensivieren, also sprich ein bisschen nachzuarbeiten, ein bisschen nachzubessern und vor allen Dingen eine dunklere Farbe zu verwenden. Aber meine Form bin ich eigentlich zufrieden. Ist die süß oder ist die süß? Nettie! Ich darf sie nicht anfassen. Wir desinfizieren erst und danach tun wir die Betäubungscreme drauf und danach fangen wir an. Ganz wichtig, die Betäubungscreme, ne? Sie sind auf jeden Fall jetzt wieder intens. So Leute, wir sind jetzt fertig. Wir sind total müde. Das ist das Ergebnis. Und wir fahren jetzt wieder nach Hause. Ne, die magst du dein Ergebnis zeigen. So eine große Kastanie gefunden. Eine ganz große und das ist Normalgröße. Ich bin bescheuert, ich weiß, aber das ist ganz nice. Hello. Hello. Wir sind durch. Ich möchte zwei Sachen sagen. Und zwar, ich erwarte jetzt, dass wir keine Krusten mehr bekommen. Mhm. Also sie sagte irgendwie, dass das bei uns jetzt definitiv besser wird, dass wir nicht mehr so viele Krusten kriegen. Aber weil du ein bisschen stärker geblutet hast, kann das sein, dass du ein bisschen mehr Krustenbildung hast. Bei Nettie haben wir auch diesmal concealed. Bei mir haben wir nicht concealed, aber dafür haben wir bei mir eine andere Form gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich gucken soll. So, ja. Kann man mal so schauen. Ich hocke übrigens vor ihr. Ja, deswegen sieht das jetzt ein bisschen komisch aus. Aber okay. Bei mir ist es auch ein bisschen dunkler gemacht worden. Und die liebe Julia macht eigentlich den Ombre Brow Look. Und das ist im Prinzip ein Farbverlauf, das vorne so ein bisschen heller ist. Das hatten wir beim letzten Mal bei mir auch. Aber ich bin so der Typ, der mag das komplett ausgemalt. Nettie und ich, wir werden so gut in einem Jahr noch mal ein bisschen auffrischen lassen. Da kann man aber auch immer noch die Form verändern, immer noch nachconcealen, ein bisschen dunkler machen. Ich weiß nicht, ob es wirklich dann auch noch heller gemacht werden kann. Denke ich eher nicht. Aber so an sich sind wir jetzt durch und sind froh, wenn wir zu Hause sind. Die Behandlung an sich ist für mich etwas schmerzvoll, weil ich bin a. sehr empfindlich und zweitens habe ich auch
immer, ja, was heißt immer meine Periode, aber ich bin sehr schmerzempfindlich, auch schon allein wegen der Endometriose. Deswegen empfehle ich euch, Leute, wer empfindlich ist, nehmt euch eine Ibo mit. Wirklich, werft ihr euch dann auch wirklich eine halbe Stunde vorher ein, sodass ihr dann auch wirklich nicht so schmerzempfindlich seid. Das hat mir enorm geholfen. Die Julia betäubt das auch mit einer Betäubungscreme, aber das ist meistens bei mir nicht so ausreichend. Deswegen werft euch bitte da noch eine Ibo ein, sodass das dann auch für euch angenehmer ist. Und für die Leute, die Wimpern haben, bitte, bitte nehmt euch irgendwie ein Tuch mit oder etwas, weil ihr tränt auf jeden Fall. Ich habe es jetzt nicht so viel gemacht, weil ich habe immer so eine kleine Pause gemacht und habe dann immer so hochgepustet. Also so, sozusagen, dass das gar nicht so nachtränt. Bei Netty war es aber extrem. Vielleicht mag sie euch das mal zeigen. Dadurch, dass ihr tränt, aktiviert ihr euren Kleber. Und dadurch werden Gase freigesetzt und das brennt höllisch in den Augen. Also eine derartige Behandlung, wo ihr so viel tränt, ist nicht für solche Leute geeignet wie uns jetzt. Wir haben feste Wimpern und davon würden wir euch ganz dringend abraten. Wenn ihr euch die Augenbrauen machen wollt, dann müsst ihr erst die Wimpern abmachen, weil das brennt so extrem. Ich finde, die Behandlung an sich ist gar nicht so schmerzhaft, aber selbst für mich war es hart, weil das ist so unangenehm, wenn ihr ständig was ins Auge bekommt. Stellt euch vor, ihr habt tausendfach Zwiebeln um euch herum liegen und dann habt ihr auch noch Schmerzen. Das ist sehr, sehr unangenehm, wenn dann eure Augen brennen. Und ungeschminkt sein, ich habe jetzt auch einen Lippenstift drauf, ein Lipgloss drauf. Und die kommt da natürlich dran, ne? Ist klar. Also eure Stylistin kommt da dran, also abmachen. Jo. Jetzt fahren wir nach Hause. Endlich, wir sind noch müde.